Ein Mann fährt mit seinem Auto mit 250 Sachen durch die Ortschaft. Und eine Ortschaft nach der anderen, der fährt 200 hinter ihm, schon lange Zeit die Polizei mit vollgetönten Horn und so. Irgendwann nach einer Dreiviertelstunde holen sie den dann ein, schleift sich ein, die halten den auf. Der Oberinspektor geht hinter der Drahtfenster runter, sagt der Oberinspektor, wenn Sie mir jetzt ein Argument sagen können, warum Sie so schnell fahren, nach so langer, seit einer Dreiviertelstunde sind wir hinter Ihnen, Sie mir ein schlagendes Argument sagen können, dann lasse ich Sie sogar weiterfahren. Weil sowas habe ich noch nicht erlebt, sagt der Herr, Sie werden es mir nicht glauben. Meine Frau ist vorige Woche mit einem Polizisten durchbrennt und ich habe im Rückspiegel gesehen, er sagt hinter mir, ich glaube, sie bringt es mir wieder zurück.